Moin Moin am Sonntag, morgen, spät Vormittag, kurzes Infovideo und wieder die Kaffeetasse in der Hand. Hier, so, so. Ja. Oben links in der Experimental, ja, in den letzten Tagen gab es keine neue Folge, denn krank. Ne? Geht nicht anders. Und zwar, Experimental-Bild wurde geupdatet. In dem neuen sind jetzt die neuen Bahnhöfe drin, die sich dann doch schon etwas unterscheiden zwischen dem, was man vor einigen Wochen in dem Developer-Talk vorgestellt wurde. Das ist der neue Bahnhof. Der sieht nicht irgendwie kaputt aus, der ist so. Ja. Und das hier ist mal so wie der neue Container für Materialien. Ich gehe mal hier hin. So, zack, da, seht ihr? Der alte, also der da mal vorgestellt wurde, der sollte eigentlich hier noch irgendwelche komischen Kurven haben, sodass man sofort erkennt, aber das hat sich dann doch wohl irgendwie geändert. Ja. Wir gehen nochmal da hoch. Ich habe hier oben auf dem Bahnhof, vielleicht sieht man das da ein bisschen deutlicher. Ich gehe mal hier hoch. Und zwar, der Experimental kommt in der kommenden Woche, die jetzt gleich anfängt, heute ist der Sonntag, Pfingsten, in den Stable. Und noch nicht auf Steam. Der Steam-Release ist am 8. Also haben sie dann doch noch einiges verschoben. Und stellt sich jetzt natürlich die Frage, es wurde mal vor mehreren Monaten, habe ich hier hinten eigentlich eine Tür? vor mehreren Monaten gesagt, mit dem, ach na gut, da gehen wir halt hier durch und da durch und hier rum. Geht auch dazu. Wurde mal gesagt, es kommt nicht nur ein Steam-Release, sondern auch ein paar Sachen, die sie noch nicht verraten. Naja gut, wenn der Experimental jetzt in der kommenden Woche schon im Stable ist, was soll denn da noch groß kommen? So, hier seht ihr das jetzt nochmal, weil hier haben wir ein bisschen Platz gelassen. Hier haben wir auch ein Loch im Boden. Das ist ja jetzt ein älterer Spielstand, weil der ist ja ohne Mods. Ja, ohne Mods. So, Container. Bahnhof. Kannst du jetzt hier oben rumlaufen? Hier, da. Tja. Aber finde ich ein bisschen, naja, um es mal so auszudrücken, ne? Weil jetzt hat man nämlich hier, das ist das Gegenstück vom Container. Und hier habe ich ja so eine Freifläche drin. Ne? Hier, da so ein, wenn ihr das mal hingeht, hier das, ne? Zum Abstand halten. Das Ding hat dann wieder hier keine Gangway. Behaupte ich hier, da ist ein Loch jetzt drin, ne? Mm. Da hinten ist der andere Bahnhof, der steht ja so ganz allein, sieht irgendwie gar nicht mehr aus wie ein Bahnhof. Sieht eigentlich eher aus, wir waschen die Lok. Ja, erinnert mich ein bisschen an Transportfieber. Da gibt es ein Asset und wenn dann die Lok hier langkommt, kann man sie waschen. Aber mit dem Bahnhof sieht das Ding jetzt irgendwie, es ist einer hier, da, hier, Bahnstation. Ist jetzt nicht so prickelnd, sag ich jetzt mal. Na, ich gucke heute mal, das ist jetzt nur ein kurzes Infovideo, das ist der neue Bahnhof hier drin, machen wir noch ein Foto. Ich gucke jetzt mal, dass ich heute noch eine neue Folge aufnehmen muss, denn ich war zwar krank, heute der erste Tag am Pfingstsonntag nicht krank, wieder einigermaßen fit, aber ich muss heute arbeiten, ab heute Mittag. Da oben ist dieser Bogen. Ne? Hier seht ihr das, dass der so rumgeht. Da weiß man wenigstens, wo vorne ist. Aber ich meine, ich hatte auch kein Problem, auf diesen Pfeil zu gucken, um den Bahnhof hinzusetzen, obwohl ich ihn ein, zwei Mal verkehrt gesetzt habe. Aber das hier, das könnten sie dann noch irgendwie mal, naja, das sieht irgendwie abgetrennt aus. Kann mir da nicht helfen. Ne? Zumindest funktionieren sie und die Züge sind auch noch connected. Also nicht, dass die irgendwie alle stehen bleiben. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Und wie gesagt, jetzt in der kommenden Woche, heute ist Sonntag, Dienstag haben sie, glaube ich, gesagt, kommt er in die Stable und am 8. kommt, das ist Montag, der 8., kommt dann der Stream-Release. Ob denn da nochmal irgendwas kommt, was als Überraschung ist, keine Ahnung. Es war mal so gedacht. Nur die Kaffeetasse weg. Es war mal so gedacht. Allerdings sieht es jetzt nicht mehr so aus. Ne? Das sehen wir gleich so. Also, mit Glück kommt dann heute Mittag nochmal ein weiteres Video, wo wir dann ja, im Mod-Spielstand weiterbauen und gucke ich mal, was ich für Mods noch habe. Das muss ich dann halt machen, bevor ich zur Arbeit muss, ne? Weil heute Mittag muss ich arbeiten, heute Abend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.